Ich bin gespannt, ob sich da der Nix ein paar außergewöhnliche Sachen eingefallen hat lassen. Also ich denke mal, wenn man 3 Spiele gewonnen hat, könnte man das eigentlich machen. Ich würde es machen. Ich bin gespannt, ob er es auch Ja, macht. ja. Ich würde auch sagen, wenn er 3 Matches gewonnen hat, wie du schon sagtest, dann sollte er jetzt mal was Showmäßiges Ja. machen. Ich würde gern die Tees sehen. Nix hier Was will ich denn gerne sehen? als Das Gold. Mothership gibt's noch, ne? Warum nicht mal ein Mothership? Ja, oder sowas. Der Mothership Nix. und 200 Supply-Drohnen, die dann angreifen. Ja. Die Ja, versteckt und unsichtbar sind. das wäre was. Das wäre lustig. Das wäre richtig gut. Okay, herzlich willkommen im vierten und letzten Spiel zwischen den beiden. Der Nix hier oben in der linken Position und der Skizzus in der unteren linken Position, ja. Habe ich eben oberen linken gesagt? Obere rechte, ne? Ich höre dir gar nicht zu. Ja, Ah, umso ein früher besser. Pool. Ein Six-Pool. Ein Six-Pool wird hier gebaut. Wahnsinn. Ein Six-Pool. Schauen wir mal. Das könnte sogar klappen. Also wenn Nick so spielt wie bisher, könnte der Six-Pool erfolgreich sein. Ja, er muss aber auch mit den Lingen dann sofort losgehen. Ja, das muss Darf so. damit nicht Und man darf rumspielen. nicht vergessen, es ist ein weiter Weg auf dieser Karte. Ja, Ein weiter Weg. ist eine große Karte, das stimmt. Hier, aber diesmal der Pylon in der Base, als Ja. hätte er es gerochen. Als hätte er es gerochen. Oder er ist sich einfach zu sicher und denkt, da kann mir nicht viel passieren. Pool durch. Siehst Da du, da kommen die kommt Dinge. nämlich, keine Forge diesmal, Ein Gate. sondern ein Gate. Ich glaube, er ist sich jetzt einfach zu siegessicher in der Runde. Das ist auch bei so einem riesen Skillunterschied nicht ratsam. So, jetzt sind die Linge auf dem Weg. Laufen sie an dem Scout vorbei? Nein, sie laufen einen kleinen Weg. Oder? Er wird es aber gesehen. Er wird es sehen. Ja. Das ist der Six-Pull. Ich hoffe, er rennt weiter. Ja, sehr gut. Wenigstens rennt er weiter. Wenn er jetzt hier der Proby hinterhergelaufen wäre, hätte er da wertvolle Zeit verloren. Ja. So, was haben wir hier? Pylon, Gas im Kommen. Gate jetzt fertig. Vielleicht kann er hier Schaden machen, aber normalerweise müsste das auch mit den Drohnen zu Ja, halten das sind sein. so viele Drohnen, das. Was macht er da? Da muss er natürlich jetzt Was richtig macht er schnell da? sein. Er muss Schneller, schnell Junge! sein. Lauf rein. Und muss jetzt natürlich auch richtig gut Micron. Hier werden die Zealots geboostet. Muss jetzt richtig Gas geben. Das ist das, was ich meinte. Wenn man schon rusht, dann muss man. Und er verteidigt sich nicht. Er verteidigt sich nicht. Doch, jetzt verteidigt er sich. Ja, und er ist, Oh, kann nichts machen. wird surrounded und verliert hier alle Linge. Und das Hat, war's konnte schon. natürlich auch den Zealot mitnehmen, aber die einzelnen Linge, die jetzt hier ankommen, wie ich schon sagte, Das war's. es ist normalerweise mit Workern zu halten. Gleichzeitig hier natürlich die Probe in der Base. Eine Queen und kaum Einkommen. Schauen wir mal in die Production Tab. Baut weiter Linge. Ja, sogar eine ganze Handvoll. Weiß natürlich, dass da keine Wand im Weg steht. Warum nicht? Er killt hier seinen eigenen Pylon. Ja, weil er sich natürlich das Gas selber blockiert hat. Ja. Und hier kommt der Cybernetic-Kern. So, mal ges So. bin gespannt, ob er jetzt mehr reißen wird mit den Lingen. Genau, geht jetzt mit den Lingen hier nochmal rein. Aber jetzt sind natürlich auch schon 3 Zealots draußen. Wahnsinn, hier kommt das zweite Gate. Den einen kriegt er gut surrounded. Geht hier down. Sieht sich Aber ein es ist Stück zu zu. Ja, viel, es sind so viele. zu viel. Da sollte er lieber abhauen und noch ein bisschen nachpumpen, aber jetzt ist es Ja, zu jetzt hat spät. er auch schon wieder alles verloren. Da Ja. kommen nochmal 2 nach, aber das ist zu Hier wenig. hinten kommen nochmal 2, 3, 4 oder so, aber das wird nicht reichen. Die werden alle auf den Sack kriegen. Tja, er ist auch wieder 10 Drohnen vorne, der Nix. 10 Probes, wollte ich sagen. Versucht's hier nochmal mit den Lingen, aber das ist einfach zu viel. Ja, sind letztendlich auch hart Counter, ne? Gegen.
Linge ohne alles. Ziemlich, ja. Da kommt noch mal ein guter Schwall an. Das ist aber trotzdem viel zu wenig. Jetzt ist auch das Marmakor draußen. Jetzt ist das Marmakor draußen. Und noch ein Zealot. Und pumpt jetzt auch aus zwei Gates. Und das Marmakor kann natürlich in aller Ruhe alle Linge abfarmen. Hätte sich hier mit den Lingen zurückziehen sollen, bis das Reinforcement da ist, meiner Meinung nach. Zwar allgemein wenig Chancen, aber dann hätte er ein bisschen mehr gehabt. Vielleicht hätte er ein bisschen Schaden machen können noch. Mhm. Hat aber wieder alles verloren und nix holt sich jetzt hier die Echse. Klar, er hat ja auch nichts zu verlieren. Bei ihm ist... Er ist safe. Ja, hier kommt der Pylon, die Echse. Er könnte den Sack sogar jetzt direkt schon zumachen. Ja, hier kommen nochmal zwei Linge rein. Werden auch abgeholt. Nicht mal das Schild wird richtig angekratzt. Ja, Supply blockt sich hier aber... Na, ganz kurz. Gut, das kann man nicht wirklich zählen. Geht. Scouting Overlord, da kommen noch mehr Linge nach. Ja, das ist auch, was ich am meisten bemängel. Er sieht nicht, wann es gescheitert ist. Ja. Und hat hier natürlich auch insgesamt 7 Drohnen, wovon 3 im Gas sind. Und 7 Larven, die nicht benutzt sind. Und eine Queen, die mindestens 2 Injects verpasst hat. Ja. Hier die Banes. Er versucht es wieder mit Banelingen. Schauen wir mal. Ja, damit wird er auch nicht weit kommen. Gucken wir mal. Ah, die hätte er lieber mal auf den Zealot geschickt, dann wäre er reingekommen. Ja, er kommt ja jetzt auch trotzdem rein, aber hat hier versucht, kurz Schaden am Nexus zu machen und läuft hinten rum, morpht hier nochmal 3 Banes. Ja, aber die werden gesehen und da... Schön noch in dieses Verlangsamung. Ja. Hier noch den Force Field. Aber das macht der Nix natürlich auch gut, ne? Ja. Er nimmt ihm dann in solchen Situationen doch jede Möglichkeit, ja. Irgendwas zu machen. Da kommt auch schon das GG. Da kommt das GG, da war nichts zu holen. Ja. Wow. Okay, ja. Leider sehr eindeutig, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, den beiden hat es auch Spaß gemacht. Genau. Genau, das war das vierte und letzte Spiel zwischen Nix und Skissus. Und gut, du hast ja schon gesagt. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen.